Ah, die Apotheke steht jetzt in 2022 gut da. Sie ist aus der Pandemie gestärkt und guckt durchaus sehr zuversichtlich in die Zukunft. Und 2023 am Tag der Apotheke haben wir ganz viele schon realisiert von dem, was wir uns heute vorgenommen haben. Ja, dann praktizieren wir die pharmazeutischen Dienstleistungen. Wir haben im besten Fall, auch wenn ich hier nicht in die Glaskugel gucken kann, von der Politik das Versprechen eingelöst, dass auch mehr Geld für die pharmazeutischen Dienstleistungen ins System kommt, dass es mehr pharmazeutische Dienstleistungen werden. Und für die Patienten ist es selbstverständlich, dass sie zu uns in die Apotheke kommen, um das zu erhalten. Wir impfen gegen Grippe, wir impfen gegen Covid. Das machen sehr, sehr viele Apotheken und wir machen das in Kooperation mit der Ärzteschaft. Wir freuen uns vor Ort, dass wir uns da gegenseitig ergänzen und unterstützen können und werden damit die Impfquote deutlich nach oben treiben. Das E-Rezept fliegt. Wir sind in den Apotheken die, die das E-Rezept genauso handhaben, wie wir das Papierrezept handhaben. Für die Patienten ist es so, dass das E-Rezept genauso in die Apotheke vor Ort gehört, wie jetzt das Papierrezept. Das Dispensierrecht für die Ärzte haben die Ärzte ad acta gelegt. Die Politik hat keine Notwendigkeit gesehen, weil es gibt keine Notwendigkeit. Lieferdienste und Plattformen müssen wir nochmal trennen. Lieferdienste gibt es nicht mehr, weil die Botendienste durch die Apotheken derartig komfortabel sind für die Menschen, dass das niemand braucht und die Kapitalgeber müde geworden sind. Und Plattformen, da hat die Apothekerschaft die Plattform, die die Nase vorne hat. Botendienste in der Apotheke werden sich sicherlich nochmal intensivieren in der Zahl, alleine dadurch, dass das E-Rezept auch aus der Ferne in die Apotheke geschickt werden kann und da schon das Häkchen für den Botendienst gesetzt werden kann. Versandhandel innerhalb Deutschlands bleibt sicherlich genau in der Form erhalten. Der Versandhandel aus dem europäischen Ausland, da kann ich natürlich auch nicht in die Glaskugel gucken, aber da hoffe ich, dass wir durch die pharmazeutischen Dienstleistungen, durch die vielen direkt am Patienten stattfindenden Dienstleistungen, dass wir dadurch die Position der Apotheke vor Ort nochmal stabilisieren können und der Versandhandel stärker in den Hintergrund kommt. Die Gesundheitspolitik freut sich, dass sie die Apotheken vor Ort hat als Stabilisierung des Gesundheitssystems, als Infrastrukturelement, großen Nutzen für die Versorgung der Menschen. Die Menschen werden älter, die Apotheken werden immer stärker gebraucht und Gesundheitspolitik kooperiert mit uns und hilft uns, dass wir im gesamten Netzwerk aller Stakeholder im Gesundheitswesen unsere Position weiter stabilisieren können. Das Apothekenhonorar wird im Jahr 2023 nach oben gehen. Die Koalitionäre werden ihrem Versprechen aus dem Koalitionsvertrag gerecht und machen sich auf den Weg und erhöhen das Honorar für die Apotheken. Das geht natürlich damit einher, wenn die Gesundheitspolitik das verstanden hat und die Politik auch bereit ist, die Konsequenzen dieses Verstehens auch tatsächlich dann zu leben, dann ist die betriebswirtschaftliche Lage der Apotheken hoffentlich durch eine entsprechende auch Dynamisierung besser. Apothekenzahl wird sicherlich noch ein kleines bisschen nach unten gehen. Das liegt einmal natürlich auch an der heute ganz konkreten betriebswirtschaftlichen Situation. Es liegt auch an der vielleicht ja noch nicht guten Nachwuchssituation, aber daran arbeiten wir ja auch. Die Approbationsordnung wird auf den Weg gebracht werden, dass wir mehr Nachwuchs gewinnen. Aber die Personalsituation ist schon sehr prekär, wird auch im nächsten Jahr noch nicht komplett ausgeglichen sein können. Ich glaube, ein kleines bisschen gehen wir noch nach unten. Da arbeiten wir heute schon dran, dass wir die Verstetigung der Erleichterung aus der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung hinkriegen, sowas wie Präqualifizierung zurückgefahren wird für die ganz apothekenüblichen Dinge, für die wir ja schon zigfach qualifiziert sind. Und da auch das im Koalitionsvertrag steht,
Abbau der Bürokratie, hoffe ich, dass wir auch hier im nächsten Jahr Erfolge verzeichnen können und sagen können, hier haben wir eine Entbürokratisierung geschafft und damit mehr Entscheidungshoheiten bei den Apotheken. Da retten wir das, was wir an Zuspruch aus der Pandemie bekommen haben. Dieses Momentum werden wir genutzt haben, die Haltung, die wir uns daraus verschafft haben, werden wir beibehalten haben und werden eben dann in der öffentlichen Wahrnehmung noch stärker als der Heilberuf vor Ort verlässlich flächendeckend da wahrgenommen werden.